Der Mann mit dem schicken Hut hier, das ist Philipp Melanchthon. Den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört. Er gilt neben Martin Luther als einer der wichtigsten Wegbereiter der Reformation. Und er war sozusagen ein Alleskönner. Er war Humanist, er war Dichter, er war Theologe und er war Bildungsexperte. Kennengelernt hat er Martin Luther 1518 in Heidelberg und die beiden haben sich sofort super verstanden. Martin Luther hat erkannt, dieser Mann kann mir weiterhelfen. Denn er kennt sich mit dem Bildungswesen sehr gut aus. Er weiß, wie man den evangelischen Glauben, die evangelischen Ansichten verbreiten kann. Ganz zentral bei Philipp Melanchthon war die Idee, dass man den evangelischen Glauben nicht mit Gewalt durchsetzen sollte, sondern mit Argumenten. Und das hat er gemacht. Viele seiner Schriften zählen zu den wesentlichen Dokumenten dieser Zeit, zu den wesentlichen Dokumenten der Reformation.